Na dann, ich bin mal sehr gespannt, wie das laufen wird. Auftrag, Ärger im uralten Wald. Diese Quest spielst du als Geralt von Riva. Ja, das tun wir. Auf geht's, essen muss ich ja dafür nicht, nicht wahr? Einfach bloß loslegen und da müssen wir uns jetzt ganz im Klaren sein, was wir tun. Wir müssen am Ende die Jaguars von dem Poké-Poké fernhalten. Das ist super wichtig. Ansonsten einfach bloß draufhauen, ne? Das ist halt so das, wenn ich mir das so überlege. Ich meine, die beiden Hauptquests sind easy. Die eine Nebenquest mit den Geilacker ist eigentlich auch easy. Die Poké-Poké-Quest, klar, auch super easy. Da müssen wir ihn halt sehr gut in die nächsten Gebiete bringen. Ja, da müssen wir schauen. Hilft es? Hab ich Möglichkeiten, mir Blitzbomben zu machen? Weiß das jemand? Kennt sich da jetzt jemand gerade mit der Quest ein bisschen aus? Weil Blitzbomben wären ja super gegen die Jaguars, ne? Okay, neue Hauptquest. Auf geht's. Dein Kommissionsmitglied, ich sollte mit ihm reden. Ach ja, stimmt. Oh, ich hatte vergessen, wie schön die Musik und die ganze Atmosphäre hier ist. Nein, Lex. Für ihr Glück. Du streamst ja noch. Darf erst aufhören, wenn ich keinen Bock mehr auf Protokoll schreiben hab. Bist ja mein Motivationsboost. Ja, jetzt kannst du. Noch ein bisschen dabei bleiben, weil jetzt werden wir ein bisschen Nebenquesten und dann versuchen, eine Waldschreit noch zu erledigen. Boys, ihr wisst, kein Backseat Gaming. Wenn ich aktiv frage, zum Beispiel, das war gerade eben eine Frage, wenn ich natürlich aktiv frage, dann ist klar. Dann dürft ihr natürlich mir antworten. Die Frage ist halt, nehme ich jetzt Langschwert? Jemand anders meinte ja, Großschwert wäre stark, ne? Wegen dem letzten Mal. Achso, ja gut, aber da hat sich jetzt einiges geändert, wenn du das meinst. Soll ich das nehmen? Das hat ja auch gute Reichweitenangriffe. Und ich lade schnell auf. Ich kann Blitzkäfer finden, das ist schon mal sehr gut. Was nehme ich? Irgendwas mit viel Reichweite, um die wirklich schnell zu erledigen. Ich weiß halt nicht, wie stark der wirklich ist, das Großschwert. Von dem Tunja-Talk einfach so im Stream. Wenn's zu viel wird, dann vielleicht auf Privatchat umschalten, ne? Wir wollen hier nicht bloß die ganze Zeit das hören. Ich nehme halt das Langschwert. Wenn es nicht klappt, dann können wir eine andere Waffe nehmen. Auch wenn es ja leider nicht so passt. So, und dann sammeln wir theoretisch auch alles ein. Ich frage mich, welche Art von Tränken damit gemacht werden können. Uralter Wald, huh? Sieht wie ein Ort aus, an dem man sich leicht verläuft. Ich sollte der Karte folgen und versuchen, die Kommissionsmitglieder zu finden. Generell können wir hier jetzt nochmal viel sammeln. Schleuderfackel, keine Ahnung. Oh Mensch, ich kann es kaum erwarten, mein SNS-Set zu benutzen, aber leider Endgame. Ja gut, das wird dann noch ein bisschen brauchen, ne? Ja, wenn wir das nächste Mal farmen, kannst du ja rausholen. Ach, das ist der Käfer, stimmt, richtig. Okay. Ja, wir haben auch 3 Blitzkapseln, perfekt. Ein Kommissionsmitglied. Die könnte etwas wissen. Dieses Monster. Ganz recht. Das ist halt ein bisschen ärgerlich, dass man das alles durchgehen muss. Ich würde mir gern den Kadaver ansehen, wenn es dir nicht. Sehen wir uns das mal an. Der Kopf. Richtig. Sind die immer. Ja. Der Kopf. Nein! Ach, okay, ich muss wieder Kreis drücken. Aber ja. So. Der Körper. Grund. Schnäbel. Und zwar viele. Gebrochen. Abtonot. Hier sind kein. Schlau.
Schlau. Nein! Sind die immer so? Ja, bei. So, bin jetzt nur halb dabei. Ist das jetzt Witcher? Das ist die Witcher Crossover Quest. Aber ja, es ist nicht ungewöhnlich, hier und da einen Abtunut. Ich bin nicht konzentriert. Aber ja, es ist da. Er wurde von einem von vielen. Das ist so, das ist. Nicht durchkäme das. Gut, ich werde hier sein, falls du was brauchst. Ist im Witcher aber genauso, okay. Schwarze Federn von den Vögeln, die den Abtunut angegriffen haben. Muss so sein. Muss so sein. Wenn ich die zurückverfolge, sollte ich herausfinden, wo er angegriffen wurde. So, hier haben wir bloß, was sind das für Beeren? Null Beere, Nicht unbedingt so sinnvoll. Ja, mal sehen. So, Igni-Zeichen. Schwarze Federn und die Wunden. Passt zu dem Kadaver von. Das hatte ich auch oft genug, als ich die Quest das erste Mal wiederholt habe. Ja, da muss man schon sehr aufpassen. Sie einzeln zu töten wird nichts bringen. Verdammt! Ich könnte sie jedoch alle mit Igni verbrennen. Ich sehe keine andere Möglichkeit. Okay. Ich habe vergessen, welche Reichweite das hat. Soll ich das nächste Mal bei M.H. John Yu beim Farmen mein Peerset rausholen? Alles in Ordnung? Kannst du machen. Mir geht's gut. Ekelgeier, ich kann nicht glauben, dass die einen leben. Diese Vögel. Um ehrlich zu essen. Etwas, das. Genau. Hast du gesehen? Ich habe im. Als ob sie von etwas manipuliert wurden. Mach's gut. Sei vorsichtig da draußen, Hexer. Werden wir sein. Klarer Fall. Okay. Das ist das Werk von etwas, das Magie nutzen kann. Mächtige Magie. Ich muss herausfinden, was das ist. Vielleicht finde ich ja ein anderes Kommissionsmitglied. Dragon Master of Range Prediction, ja. Das rasiert nur als Vorwarnung, okay. Ja, gut. So schlimm wird es schon jetzt sein, oder? Jetzt erstmal eigentlich zur nächsten Hauptquest, ne? Weil bei den Pookays kommen wir ja vorbei. Aber bei Nebenquest, wie ist es sinnvoller? Eigentlich können wir auch zuerst eine Nebenquest machen, ne? Geralt, was es wohl für eine Kreatur sein könnte. Weißt du, Geralt ist sehr schnell vergesslich, deswegen weiß er das nicht mehr. Gehen wir erstmal die Nebenquest an. Ich glaube, das ist sinnvoller. Ich mache damit einen Hiring Agnacto in unter 5 Minuten, okay. Erst der Forscher, dann die Geierlacker. Wie, was? Wenn sie farmen ist, macht sie keinen Unterschied, weil die Monster eh nicht lang genug leben. Ja, okay. Wieso erst den Forscher und dann die Geierlacker? Das ist der kürzeste Weg eigentlich. Okay. Ich kann sie nicht entziffern. Vielleicht kann es ein Kommissionsmitglied. Ich hätte es gedacht, zuerst da hoch. Ja, gut. Jetzt sind wir eh schon hier. Unbekanntes Gebiet erkunden. Wenige Dinge sind interessant. Hier sollte irgendwo ein Kommissionsmitglied sein. Was haben wir hier? Ein Notizbuch. Machen wir das eigentlich auch? Ja, ja. Muss einem dieser Kommissionsmitglieder. Machen wir das dann eigentlich auch mal mit dem Zuschauer vs. Zuschauer reacten in Smash? Ja, kann man mal machen. Große Schritte, tiefe Abdrücke, wohl in Panik weggerannt. Die Fußabdrücke führen tiefer in den Wald. Ich frage mich, was sie erschreckt hat. Wie gesagt, können wir mal machen, aber ich würde jetzt zumindest mal vorerst nicht das Hauptaugenmerk drauflegen. Mal sehen. Vielleicht können wir da mal einen Abend machen, wo es nur darum geht, sag ich mal. Warte, bin ich jetzt falsch gelaufen? Muss es nicht da hochgehen? Ich glaube schon. Ja, ja. Hier entlang, ja. Spuren in alle Richtungen. Wurden die vielleicht von etwas angegriffen? Ich muss mich noch etwas umsehen. Ah ja. Ach, um der Community bei zu sein, ist mir wert. Das ist sehr nett von dir. Freut mich, dass du wieder dabei bist. Kuma. Freut mich sehr.
Oder dass du überhaupt dabei bist, so muss man es ja auch sagen. Ja, die Musik, die ist großartig. Eine starke Reaktion. Magie in der Luft, kein Baumwurzeln. Die zeigen alle in die gleiche Richtung. Sieht aus, als hätten sie sich nach etwas ausgestreckt. Ich muss diesen Wurzeln folgen. Bin gern Teil des großen Ganzen. Zuschauer gegen Zuschauer reacten, was soll das bedeuten? Grundlegend, dass ich eure Matches caste. Das heißt, es spielen zwei Leute, zum Beispiel jetzt Marcel gegen Tregios spielt und ich schaue dabei bloß zu und quatsch ein bisschen dazu, ich sag's mal so. Das wäre generell das, was er meint. Also theoretisch wie in einem Tournament, kann man sagen. Die Monster stammen aus dieser Welt. Pechvögel, wie es scheint. Tja, arme Poképokés. Keine Fressspuren. Die Wurzeln haben sie wohl zu Tode gewirkt. Hoffentlich hatte der Verursacher dieser Fußabdrücke mehr Glück. Hatte er. Sieh an, diese Wurzeln. Ich bin Geralt. Ah, nun, ich bin ein Mitglied der Forschung. Brauchst du Hilfe? Bitte, es gibt jetzt. Gut. Ah, welchen Betrag? Ich muss sagen, du bist ziemlich lebhaft. Die sehen nicht und, ich überlasse die Methode euch. Nicht die sicherste Lösung. Usch. Aber Igni würde mit den Wurzeln kurzen Prozess machen. Das machen wir doch dann, wenn irgendein Turnier kommt. Ja, grundlegend schon, genau. Was heißt, dass ich überhaupt dabei bin? Als ich in Fear Ultimate damals dazugestoßen bin, habe ich nur den Jahrestag gefeiert und wollte MH-Content konsumieren. Alles in Ordnung. Da wurde ich einfach mal zum Mitfarmen eingeladen. Das ist voll nett, hier bleibe ich. Klingt jetzt halt so, ey, komm mal, farm mit. klingt schön. freut mich, dass du dich hier so heimisch fühlst. Und ja, ich meine, dass du überhaupt dabei bist von wegen Smash. Smash und Gen U eben dann auch wieder. Das ist ja das. Dass du schon lange dabei bist, das weiß ich. Es wird Zeit, dass ich Jäger können. Recht habt, viel Glück. Versuch einfach, dich ruhig zu verhalten. Kontrolliert Pflanzen und Tiere. Hinterhältig wie Fuchs und Hase zusammen. Kein Zweifel. Das ist das Werk eines Waldschrats. Ich wette, der hat auch den Neckar und mich in diese Welt transportiert. Scheint aber stärker als ein normaler Waldschrat zu sein. Das blühende Leben in diesem Wald könnte ein Faktor sein. Na gut, ich muss ein Totem finden. Es sollte irgendwo tief im Wald sein, nahe der Mitte. Die Karte. Und auch Voice Chat mit Community, das sind ein Turnierpaar Teilnehmer, was dazu sagen. Könnte man machen, ja, wobei ich da nicht so weiß, was genau die dazu sagen sollen. Arme Poképoké. Smash, jeder muss mal eine Runde smashen. So ist es wohl. Okay. Und ich suche den uralten Wald, das tun wir. Ja, das macht so schon definitiv mehr Sinn, ne? Wenn wir da jetzt rübergehen, dann sind wir auch direkt bei dem Forscher. Das passt also schon. Watch Chat mit Community wird schnell chaotisch, ja. Das ist eben auch das. So, da hinten ist ein Götterkäfer. Den brauchen wir, um... Nee, ist ein Bitterkäfer? Nee. Ach, der ist da eh irgendwo drin. Aber immer gefährlich. Wer weiß, wie crazy wir sind, ja? Das kann keiner wissen. Ich müsste dringend mal die Locations von den ganzen Käfern wissen. Das ist ein Giftpilz. Müsste irgendwo auch ein Käfer sein. Du bist doch kein Käfer. Nee, da drüben auch. Wo sind diese Käfer? Hä? Mich hier. Ach, ist nicht die Vitalwespe. Ich habe mich hier. Ach so, vielleicht da oben. Keine Ahnung. Ich weiß nicht, wo man diese Käfer überall findet. Wie kam man da nochmal hoch? Da, okay.
Als ich normalen Waldschrat gefarmt habe, habe ich immer den Puke gerettet. Wollte ihn nicht einfach so da hängen lassen. Ja, das ist schon mies. Wobei, vielleicht wäre sicherer, weil dann ist er bei dir immer verreckt, oder? Oder hast du ihn jedes Mal durchgebracht? Weil, wäre es vielleicht nicht besser, wenn er da einfach hängt und wenn der Waldschrat weg ist, sind ja auch dann die Wurzeln weg, als wenn er dann bei dem Kampf umkommt? Ich wette, dieser Groß... Ein Teil, danke. Bei meiner... Allerdings, bitte geht... Lass dir Zeit. Wir sehen uns oben. Mach's gut. Wir sehen uns oben. Hier geht's wohl nur noch nach oben. Geralt von Riva erklettert einen Baum von innen. Diese Geschichte wird man sich ewig erzählen. Sehr schön. Am Ende schreit eh nur irgendwer einmal laut Boobs rein. Ja, wahrscheinlich. No, hat immer überlebt. Ist nicht einmal unter halbe Leben gedroppt. Ich habe den sehr schnell fertig gemacht. Okay, echt? Warum sind da alle Wurzeln weg? Na, ich denke, wenn die Dings... Wenn die, die Macht des... die Macht des Waldschrats gebannt ist, dann ist doch auch eigentlich alles andere weg, oder? Oder nicht? Na gut, wir können hier mal ein bisschen Schrott wegwerfen. Kann man es nicht irgendwie wegwerfen? SNS macht echt hart Schaden, wenn man damit umgehen kann. Okay. Weiß jemand, wie man Sachen wegschmeißen kann? Die Macht der freien unteren Körperhälfte dank nicht vorhandener Hose, ja. Weil ich würde das gerne mitnehmen, aber wie droppt man Sachen? Weiß das jemand? Ach, jetzt wegwerfen, okay. Ja, yeah, ich muss es nochmal anwählen, das war's. So. Das passt vorerst mal. Perfekt. Das ist schon immer so umständlich in einem Haar gewesen, ja, das ist richtig. Aber ich denke nicht, dass sie jemals in dieser Welt war. Ey, guck mal, erwähnt sogar Ciri. Das habe ich irgendwie auch noch nicht. Also das war irgendwie auch noch nicht. Das haben wir auch noch nicht gehört. Krass. Ah, Gott, der Käfer. Sultan würde so einen liebend gern in einer Wette gewinnen. Ciri. Mit Götterkäfern kann ich ja... Wie stelle ich nochmal... Okay. Lebenspulver. Und Blaupilz. Ah, okay. Also kann ich es herstellen. Sehr gut. Ich bräuchte bloß noch mal ein paar Götterkäfer. Den einen habe ich leider weggeschmissen, scheinbar. Das war ein bisschen doof. Die Gajalaka müssen sich in der Nähe versammelt haben. Solange es keine Felünen sind, ist alles gut. Ja. Wartet, ich will nur reden. Verdammt, ich muss wohl kämpfen. Sagte er, nachdem er schon dreimal draufgehauen hat. Sehr gut. Schon mal gegen einen Hexer gekämpft? Komm schon, komm näher. Du gehst mit Supporterrolle rein? Ja, ein bisschen zumindest. Kann man den Puke mit dem Pulver buffen, ist die Frage. Ach, meinst du mit dem Harthülsenpulver? Das wäre natürlich interessant. Er will nur reden, sein Ernst mit der Waffe? Ihr seid nicht... Ich werde wohl auf den Forscher warten müssen. Ah, schön. Meister Hexer, gut, dass du... Ja, natürlich. Um den nicht, das ist... Du bist ich? Aber das ist in der Tat eine ernste Angelegenheit. Na gut. Jubi. Beruhigt, erste Ritter. Ja. Gacha, Gacha, la, Lacker. Also gut. Unfett. Ich bin noch nicht. Und ich werde. Du willst. Wir aktaben. Das wird nicht passieren. Ich finde. Ja, ich liebe diese random Sprüche von Geralt. Besonders, dass die auch bei der Dekorüstung da sind. Oh, echt? Das ist cool. So. Gut. Pass
passt da draußen auf euch auf. Falls ihr den Häuptling... Der Häuptling erkannte, dass etwas nicht in Ordnung war und ist gegangen, um den höchsten Heiler aufzusuchen. Ich muss herausfinden, wo er hin ist. Das sind Donnerkäfer. Ja, okay, aber die Dings hätte ich gerne. Die Götterkäfer. Ziemlich nützlich. Kriegen wir die so einfach? Mal sehen. Du hättest ja mal Nein sagen können. Ne, aber dann ist wahrscheinlich die Quest gescheitert, oder? Ist doch immer so draufprügeln und wenn man merkt, dass man verliert, ich wollte nur reden. Ja, ist meistens so. Hätte das die Quest nicht abgebrochen, oder wie? Weiß ich jetzt nicht. Kann sein, dass sie dann einfach sagen, es ist egal, oder wie? Okay. Also mit Witcher ist bisher mein liebstes Post-Launch-Event. Es ist sehr, sehr großartig gemacht, ja. Kann ich nur zustimmen. Mir gefällt das auch total, die Art von Spiel. Also, oder die Art von Quest, theoretisch, die sie da aufgebaut haben. Mandragora. Ja, Maxi-Tränke brauchen wir nicht unbedingt. Wir haben genügend. Donnerkäfer bringen uns auch nichts. Oder wir brauchen Blitzkäfer für... Blitzkapseln, nicht wahr? Wir können mal schauen, aber es sollte so sein. Ja, Blitzkäfer. Moment, sehe ich das richtig? Dragon bereitet sich richtig auf den Kampf vor? Oh ja. Ich habe bloß keine Ahnung, wo im Wald hier irgendwas ist. Das ist das Problem. Ich weiß auch noch nicht, ob das wirklich funktionieren wird, aber generell, ich probiere es zumindest mal. Das war bloß wieder ein Donnerkäfer. Okay, perfekt. Na gut, dann gehen wir zu Gebiet 1. Da sind Blitzkäfer, okay. Mal sehen, ob das nicht sogar reicht. Ja, yeah, ich hab's gesehen, was du in der Galaka-Sprache geschrieben hast. Tanzt du Lauch. Ich glaube, so fies sind die nicht. Starke, ruhige Typen, wie es aussieht. Krasse Kerle. Okay, auf geht's. Macht wohl Fortschritte. Ist so perfekt im Stil der Vorlage eingefangen. Sehr gut gelungen. Ich bin neugierig. Hätte halt echt nicht gedacht, dass MH und Witcher so gut zusammenpassen. Ja, auf jeden Fall. Es kommt halt alles auf die Umsetzung an. Das ist halt das. das ist halt wirklich so. Ist halt super umgesetzt. Essen kann ich ja nichts, oder? Nee. Verdammt, jetzt will ich Skyrim spielen, weil ich heute endlich alle Mods besorgt habe und Sidequests machen. In Spielen ist einfach so ein toller Zeitvertreib, ja. Pomba und ich tanzen ja nur. Ach so. Ja gut, klar, richtig. Okay, höchste Heiler, wie kommen wir da am schnellsten hin? Wo ist der nochmal? Da. Da muss ich doch jetzt hin, oder? Ich hoffe es. Mal sehen. Videospiele sind schon was Tolles, das ist sehr richtig. Nee, es ist auch echt einfach schön gemacht, muss man sagen. Gefällt mir auch sehr, sehr gut, was sie hier getan haben. Schöne Idee. Naja, wie gesagt, es kommt halt nur auf die Umsetzung drauf an. Das hätte furchtbar sein können, diese Quests. Wenn man die nicht richtig gemacht hätte. Wenn ich mir ins Bein beißen werde, dass ich auf Legendären spielen will. Okay. Klingt hart, ja. So, mal sehen, ob die Käfer uns diesmal richtig leiten. So, schawupp. Dort dann rein, okay. Das Blumenbeet brauchen wir jetzt nicht unbedingt. Final Fantasy fand ich ja teils etwas unpassend, fast schon nervig. Ja, gut, ich meine, der Behemoth war halt hart. Da wollten sie ja einfach bloß das komplett übertreiben. Sage ich jetzt mal. Das ist ja so.
Also generell der Behemoth mit seinen Zauberfertigkeiten, wenn der halt nicht so, also der normale Behemoth, sag ich mal, war ja schon ganz okay. Das muss der Häuptling sein. Er sieht wütend aus. Ist wohl tatsächlich verflucht. Ich habe keine Wahl. Ich muss gegen ihn kämpfen. Kabam! So, dann machen wir das diesmal auch ein bisschen schneller. Der Riesenkuhle war lustig. Ja, der war super. Den hatte ich auch sehr gerne. Der war natürlich auch teils ein bisschen nervig. Aber generell eine coole Quest. Ja, verdammt. Kabam! Oh, wow, 70 Schaden, okay. Ihr bleibt keine Wahl. Doch nicht so wenig wie gedacht. Das Igni-Zeichen haut da schon auch rein bei ihm. Ein God-Eater-Collab und den GE3-Final-Boss als Monster. Dazu kann ich jetzt eben gar nichts sagen. Ist das alles, was ihr drauf habt? Falls einer weiß, nicht sagen, wer heißt, weil Bomber zockt das Spiel. Ja, okay. Oh. Wäre hier beinahe drauf gegangen. Oh, hallo. Kannst du bitte vielleicht mal ein bisschen wegbleiben? Jägerausrüstung, hm? Nicht schlecht. Ja. Kabam. Oh, 95 Schaden. Okay, es ist auch ganz gut zu warten, bis er nicht mehr aggro ist. Aber ich will eigentlich auch den Gaia-Lacker-Häuptling als Monster haben. Zumindest so als kleines Monster eben. Der ist eigentlich auch voll cool. Das ist halt nämlich auch das. Die haben ja nicht nur die ganzen Witcher-Sachen reingebracht. Sie haben halt auch viel noch in die World-Geschichte tatsächlich reingebracht. Was auch sehr, sehr cool ist. Gerade zum Beispiel ein Gaia-Lacker-Häuptling. Kannte man so davor ja auch nicht. Finde ich dann auch ziemlich cool. Behemoth war halt so eine Idee, die mal ganz nett war. Weil viele oder gar keine, oder gar alle Kämpfe würde ich nicht so haben wollen. Nee, definitiv nicht. Das mit Witcher können die ganze Spiele ausmachen. Ja, das ist halt die Sache. Bei Witcher war es halt wirklich... Der Wunden heilt, hä? Schmeckt seltsam. Das mit Witcher könnte halt wirklich ein komplettes Spiel sein, das ist richtig. Weil es halt, wie gesagt, es steckt halt so viel mehr drin als einfach bloß ein Kampf. Behemoth war einfach bloß ein großes Monster. Das hier ist eine richtige Geschichte. Und das macht's halt so gut. Wie schmeckt so, ich... Okay. So, ich... Was? So, ich verpeilter Junge. Geht jetzt, weil ich vergessen habe, etwas für morgen was zu lernen. Als Stöllö. Okay. Ich soll mich echt Dörp-Junge nennen. Dann Nixios, vielen Dank, dass du dabei warst. Ich wünsche dann morgen viel Glück und heute Abend noch viel Glück beim Lernen dann. Und bis zum nächsten Mal. Kannst du jetzt... Ach, weißt du, das ist schon so ein kleiner eigener Miniboss. Das ist furchtbar. Okay. Na also. Perfekt. Tut mir leid, dass ich euch warten ließ. In einem Hammer richtiger Story und richtigen Sidequests wäre halt was. Oh ja. Etwas hatte ich gesagt. Schwarze und ich wette, bleib hier. Warum? Sagen wir, dass das auch für mich eine ernste Sache gibt. Ich werde noch eine... Halte Augen und Ohren offen. Sei wachsam. Der Fluch des Häuptlings und die Vorfälle im Wald, die hängen zusammen. Das müssen sie. Werden die Vorgänge aufgeklärt, dann sollte das auch das Problem des Häuptlings lösen. Ich muss weitermachen. Okay. Sehr schön. Wie schmeckt das nicht vorhandene Silber? Müsst ihr wohl fragen. Dichter Wald, voller Leben. Ja, auch Leben, das man hier gar nicht haben will. So, da sind noch ein paar Götterkäfer. Rauchnuss brauchen wir jetzt nicht unbedingt. Wo sind die? Und die Karte hast du hier halt echt keine Chance, die zu finden, diese Käfer, ne? Ich glaube, wir haben jetzt genügend, oder? Ich weiß es halt nicht. Ich mache mir da doch echt schon ein bisschen Sorgen. So, wo ist der Götterkäfer hier jetzt? Da soll er einer sein.
Ein MMR mit Ken und Siri wäre schon mal was. Nein, ach. Der Lesb besteht ja bloß aus Knochen und Holz, ja. Da, oh, ach so, okay. Der ist über mir. Fuck's sake, ist das sogar Mathe. Ich habe morgen erste bis zweite Mathe. Und wenn ich die Haare nicht habe, muss ich wieder nachsitzen. Okay. Dann, nö. Ja, wie gesagt, dann halte ich da mal ran am besten. Okay, hier ist der. Ja, wie gesagt, das haben wir doch einige. Ich hoffe mal, das passt. Mal sehen. Wir flashen die dann gleich. Wenn es soweit ist, dann flashen wir die gleich. Dann können wir das ja schnell erledigen. Mal gucken. So, dann haben wir alles soweit und gehen zum Waldschrat. Ich bin jetzt doch etwas nervös, ne? Nein. Ja. Ich bin doch etwas nervös jetzt. Mal sehen. Mal sehen, wie es laufen wird. Megatränke haben wir auf jeden Fall. Haben wir auch eine Ration? Ja, guck mal. Perfekt. Also wenn ich nächstens für mich da war, liegt es daran, dass ich nachsitzen war. Wish me luck, ja. Ich drück dir die Daumen, Nixius. Okay, auf geht's. Mein Medaillon summt. Das Tote muss hier irgendwo sein. Ich habe noch keinen wirklichen Gameplan, aber... Das Totem des Waldschrats. Mal sehen. Wenn ich es zerstöre, sollte das den Waldschrat hervorlocken. Ach so, ja, richtig. Jetzt kommen ja erstmal die kleinen Dinger. Okay. Verdammt. Ich hätte wissen sollen, dass es nicht so leicht werden würde. So, können wir euch alle mal... Um euch kümmere ich mich zuerst. War jetzt nicht die ganze Herde, aber egal. Komm schon, komm näher. Dann können wir wenigstens mal unser Elan hier ein bisschen auffüllen. Das geht ja auch schon. Schon mal gegen einen Hexer gekämpft, der sich genauso verhält wie ein Jäger. Ja gut, jetzt machen wir halt kaum mehr Schaden. Das ist das große Problem gerade. Komm schon. Okay. Der Jung ist jetzt ruhig. Die wurden wohl von Magie kontrolliert. Der Waldschrat könnte andere Monster unter seiner Kontrolle haben. Ich muss vorsichtig sein. Bei diesen Riesenhorden Jaguars wäre der Rüstungseffekt der Odogaren-Rüstung praktisch. Ja, aber leider... Leider muss ich hier auf die Witcher-Rüstung gehen. Ich würde ganz gerne das hier mal... Das nervt mich nämlich gerade ein bisschen. Wie machen wir das? Simple Lebenspulver brauchen wir auf jeden Fall ziemlich weit vorne. Es passt gerade alles nicht so wirklich, ne? Das ist alles ziemlich durcheinander. Das hier müssen wir auch ziemlich weit vor. So, mal gucken. Ich würde es echt nice finden, wenn die mehr Witcher-Collabs rausbringen würden. Wenn den anderen Runen, bei den anderen Runen dazukommen würden. Ja, das wäre schon cool. Es gibt ja, glaube ich, 5 Runen oder so. Habe ich, glaube ich, mal gesehen. Hätte schon was. Es gäbe sicherlich auch mehr Möglichkeiten. Ich denke mal gerade auch so eine Dings, so eine Questline mit Siri dann zum Beispiel zu haben oder so. Weiß ich ja nicht. Komm schon, zeig dich. Oh, hoppla. Ups. Wäre sicherlich schon cool. Mal sehen. Wer weiß, was noch so alles kommt. Sie haben ja noch viele Möglichkeiten, gerade mit Dings her. Das ist halt auch schon cool, wie er da steht. Ekelgeier. Igni sollte das Problem lösen. Nicht vergessen, was Normales und Simples. Ja. Muss ich unbedingt dran denken. Au. Ich würde eher mal originalen MH-Content feiern. Ja, das wäre auch cool. Mal wieder sowas wirklich Eigenes. Ja, echt jetzt? Ich dachte, da wäre ich gut drin. Ich dachte zuerst, es trifft mich dann nicht. Warte mal, ich habe keine... Achso, ja klar, ich habe keine 100... keine 200 Leben.
150 habe ich schon, ja, okay. Immer wollte halt so, ja, es hat extrem viel Potenzial von den Collabs. Na, es ist schon richtig blöd. Nein! Ach, was? Okay. Da jetzt wieder reinzukommen, wird richtig eklig. So. Okay. So, war einmal kurz bei Kanta. Ich denke doch mal, du weißt, wer das ist, oder? Ja, ja, klar. Die 150 sind nur von der Rüstung. Ach so, okay. Also geht's doch. Oh, nice. Okay. Ich dachte irgendwie, das hätte ich dann schon gemacht. Okay, dankeschön. Das ist sehr cool. Weil das... Wow. Das hilft auf jeden Fall. Na, komm schon. Komm schon. Okay, perfekt. Gut, wie gesagt, damit habe ich jetzt gerade nicht gerechnet. Oh nein, so nicht. Mit Horizon hätte man auch was Ähnliches machen können. Hätte man machen können, aber ich glaube, da haben sie noch gar nicht... Hä, wo ist er denn? Achso, ist weitergezogen, okay. Mit Horizon hat man noch gar nicht damit gerechnet, dass man wirklich solche Story-DLCs macht, glaube ich. Das war ja ganz am Anfang und wie gesagt, da hat man, glaube ich, noch gar nicht gerechnet. Man sieht ja, wie weiter das... wie das wirklich jetzt immer weiter gesponnen wird, das Ganze. Das ist, die... Ich muss etwas gegen die Teleportation tun. Vielleicht sollte ich dieses Schleuderding nutzen. Dieses Schleuderding. Wie schmeckt dir das Silber? Okay. Die Final Fantasy Quest war ja mal so, okay, wir können da ein bisschen Story reinbringen und das mit Witcher war jetzt halt wirklich... Da hatten sie jetzt sehr viel Ahnung. Witcher hätten sie so auch nicht am Anfang gemacht. Das ist halt das, deswegen. So, nein. Oh Gott. Der spielt Golf mit dir. natürlich. Vorbei kardierst du dich wieder. Ah. Ich kann da vor allem sehr viel mit Konter nutzen. Ich muss das jetzt bloß irgendwie hinbekommen. Aber genau deswegen hasse ich den Konter. Das ist bei langen Angriffen, die er lange plant, kannst du das halt gut machen. Aber bei diesen einfachen Schwungangriffen ist es so schwierig, finde ich. Toll. Yes, okay. Wenn man vom Monster gestellt wird, kann man mit der Schleuder auf das Monster feuern. Okay, da ist das mal gut zu wissen, ja. Ja. Was zur Hölle? Verdammt. Die konnten noch nicht richtig kreativ mit dem die könnten noch richtig kreativ mit dem Spiel werden. Jetzt freue ich mich umso mehr auf Iceborne. Die Story von Iceborne könnte schon krass werden. Zu früh? Yes, doch nicht. Ich meine, ich habe wenigstens den Konter rausbekommen. Auch wenn es nicht so viel gebracht hat. Diesen Kampf alleine, der ist halt so ätzend. Weil er halt so viele noch mehr Nahkampfangriffe macht. Den ich, wie ich zumindest finde, den du sehr schwer ausweichen kannst. Okay, perfekt. Ich hab doch gekontert. Komm schon, danke schön. Na also, geht doch. Gott. Wäre eh nicht getroffen worden, aber freut sich über den Konter, weil ich wenigstens mal einen Konter hinbekommen habe. Schon das war ja gerade eben das Problem. Okay. Natürlich macht er jetzt den Schwung, ne? Nicht da, wo ich gerade eben gekontert habe, sondern jetzt, wo ich nicht gekontert habe. Oh, Waldschrat. Waldschrat, wie ich dich hasse. Okay, das war auch bloß der normale... Das normale Hauen, egal. Oh. Man muss einfach ein bisschen vorsichtiger mit ihm umgehen. Okay, nächstes Gebiet.
Der mit dem AOE war aber richtig gut ausgeführt. Ich muss sagen, langsam, also man lernt schon auf jeden Fall mit den ganzen uralten Waldschrat-Quests. Habe ich auf jeden Fall schon ein bisschen dazugelernt. Bloß jetzt muss ich halt mehr lernen, dass er Dings. That was a super Konter, Sir. wie gesagt, beim uralten Waldschrat habe ich da schon viel dazugelernt. Bloß der normale Waldschrat haut jetzt halt mehr zu. Die Timings von dem Contest sind halt extrem gewöhnungsbedürftig, so rum. Ja, das ist halt schon so. Und man kann halt viel damit machen. Er scheint bestimmte Körperteile zur Beschwörung zu nutzen. Na toll. Was war das denn? Wie bin ich denn da runtergewachsen? Ach, Spiel. Na komm schon! Wow, Jagras! Was war das denn? Holy. So, du gehst mir ja mal nicht auf die Nerven. Wäre super, wenn ich beide gleich anzünden könnte. Er macht einen, okay, Schlag. Was sagt Dragon? Er macht einen Sprung. Okay, ich bin mir nicht ganz sicher, wann, wie, aber... Yes! Na also, sehr schön. Einfach alle angezündet. Wunderbar. Okay, da haben wir ihn auch abgehalten von. Wir müssen eigentlich auf jeden Fall auch mal reiten. Da gibt es keinen Lob für den Sprungangriff. Nee, das wäre auch zu viel gewesen. Haha! Ein Konter aus dem Rücken. Das habe ich gesehen, dass er das macht. Da war ich... Jetzt bin ich langsam wieder ein bisschen drin, würde ich sagen. Jetzt macht er auch mal mehr von seinen Wurzelangriffen. Okay. Na, Waldschrat, wie schmeckt dir das selber? Oh, herrlich. Man muss ihn aber gern haben, den guten Geralt, ne? Oh Gott! Ich dachte doch nicht, dass du das wirklich machst, wenn der das sagt. Okay, das war zwar eigentlich gekontert, aber ich weiß nicht, weswegen. Vielleicht, weil er nicht in der Nähe war. Keine Ahnung. Okay. Du findest mich hier nie. Okay. Ja, Musik, wenn man da drin ist, ist so gruselig. Das nicht vorhandene Silber, genau. Na, wie steckt mir mein... Au, Knochen. Ja, verdammt ist sehr gut gesagt. Ich hätte es nicht besser sagen können. Komm schon. Okay. Er macht keinen Bock abzuhauen. Die sehen mich. So viel dazu. Ich wollte gerade sagen, die sehen mich zum Glück nicht. Da kam irgendwie ein Jaguars von hinten. Okay, er ist gerade auch ziemlich aggro. Ich muss halt auch ständig mein Igni-Zeichen benutzen. Vor allem eben, wenn er und die Jaguars direkt auf einem Haufen sind. Das heißt, ich lock jetzt die Jaguars theoretisch zu ihm. Damit. Mach dann das hier. Kabusch. Und kann jetzt draufhauen. Ja, das ist definitiv am sinnvollsten. Dann kann ich nämlich gut eine Combo reinhauen. Mindestens. Wie schmeckt dir das Holz mit Knochen, ja? Krasse Jägerwaffe. Na, ja, schade. Das wäre so schön gewesen. Er hat sich an denselben Platz teleportiert. Wusste ich aber gerade nicht. Das habe ich gesehen, aber ich habe gerade im Menü umgetippt. Ja. Würde ich nur nicht sagen. Wenn einem sein Knochen schmeckt, sind so Fragen, die man auf Twitch... Wie einem sein Knochen schmeckt, sind so Fragen, die man auf Twitch nicht stellen sollte. Ja, das ist wohl richtig. So, nächstes Gebiet, ne? Vorletztes Gebiet. Ja, geht gut. Oh, wow, wir sind auch schon bei 40 Minuten. So viel dazu. Braucht halt doch eine Weile. Jetzt stelle ich mir vor, wie Geralt mit Silbermünzen auf den Waldschrat wirft und ruft, wie schmeckt er das Silber? Das wäre sicherlich ein schöner Anblick. Okay. Darf sich gerne wegteleportieren. Wow, die Legs! Die hat mich beinahe verfehlen lassen. Ich musste auch dringend auf ihn draufspringen. Wobei, im letzten Gebiet auf ihn drauf zu springen, wäre auch nicht schlecht. Das hätte auch was. Ah, ich denke, mit Langschwert ist es auf jeden Fall besser. Ja, es ist echt die Frage, soll ich auf ihn draufspringen oder nicht? Oh, nice. Das scheint zu funktionieren. Ihre Zahl wird geringer. Sehr schön.
Nice, das waren schöne Treffer. Das war mein Lag of Arc Switch Version Niveau. Die Sache ist, die Lags kommen gerade eben tatsächlich von meiner Aufnahme, also von meiner Capture Card. Das ist halt das. Da wird einfach kurzzeitig das Bild nicht übertragen, weil du siehst ja, das Spiel läuft ja weiter flüssig. Deswegen. Oh! Okay, aber wieso konnte ich. Das habe ich ja gerade gekontert, oder? Wieso konnte ich da dann nicht zuhauen? Das verstehe ich nicht ganz. Oh, hi. Yes! Na, also, sehr schön. Ich dachte, es kam von den Jaguars. Teils. Also, es laggt auch von den Jaguars. Aber wie gesagt, gerade diese Bildstops theoretisch, was das ja gerade war, das kommt von den Dings. Das kommt von meiner Aufnahme. Hast nicht getroffen. Oh, echt? Hm. Okay. Wenn ich aber mit Dings, wenn ich mit einer Explosionswaffe gegen Jaguars kämpfe, dann laggt das Spiel erstmal kurz. Das liegt aber dann wirklich am Spiel. Weil das verträgt das Spiel einfach nicht. Komm schon, komm näher. Was ist das für ein Käfer hier? Achso, wieder so ein Ausdauerkäfer, ja, okay. Okay. Ich habe eh wieder mein Igni-Zeichen. Ich muss das so viel häufiger benutzen. Immer sobald das bereit ist, sofort benutzen. Ganz, ganz wichtig. Ah, ich wollte gerade kontern. Das war der falsche Angriff. Ärger. Komm schon. Zu früh? Ja. Schade. Das ist, manchmal hat er da so eine extreme Verzögerung drauf. Ja, musste ich machen. Hatte ich ein bisschen zu viel Angst davor. Ich sag, manchmal hat er auf den Angriff so eine extreme Verzögerung. Da kannst du dann ganz schwer drauf kontern. Jaguars Horden mit Explosion könnte meine 1070 aber auch zum Schwitzen bringen, ja. Glaube ich auch. Es sind halt schon sehr viele Effekte. Nice. Ist das alles, was. Na. Nein, komm schon. Was tue ich denn? Okay, letztes Gebiet, ne? Als wir den Groß Gyros gemacht haben mit zwei Blast Dual Blades und sehr viel Kritte. Zeit zu sterben. Es ist jetzt, oder? Oder nee, ist er noch am Anfang oder nicht? Wie sieht denn das aus? Ich sehe ihn gerade gar nicht. Bisher ist der zu Rathalos Mod noch das das grafisch heftigste. Okay. Ah nee, er ist noch in dem Gebiet. Okay. Also noch nicht das Ende. Halt, nee, Quatsch. Was tue ich denn? Herstellungsliste. Okay. Oder das Glück, weswegen? Ach, das ist das letzte Gebiet, ne? Klar. Stimmt. Vollkommen richtig. Das ist das letzte. Ja, ja, richtig, richtig. Er kann ja im Großen kommen. Stimmt schon. Ich habe die Blitzkapseln bereit. Ich habe hier meine Lebenspulver. Ich habe hier Igni. Ja, 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 ja. Stimmt, ist mir gerade auch wieder gekommen. Okay, let's go. Jetzt ist er wütend. Na gut, dann mal los. Okay, das ist leider zu spät. Also hohe Chance. Mal sehen. Wo sind die Jaguars? Da. Aber er ist noch nicht da, ne? Nee, ist noch nicht. Okay. Ah, ich muss es jetzt mal benutzen. Die gehen mir ansonsten zu sehr auf die Nerven. Ja, Mann. Das Monster, das ich gerettet habe. Oh oh. Ja, yeah, meine Messer, die will ich genau jetzt benutzen. Es ist gekommen, um sich zu revanchieren. Ich glaube, ich mag diese Bestie. Na komm schon! Okay, sehr schön.
Okay, mach irgendwas. Bitte. Steh nicht einfach bloß da und mach nichts. Weil das ist sehr unhilfreich. Wie schmeckt dir das Silber? Ja, okay. So. Okay. Jetzt haut er nämlich auch mit drauf. Hoffe ich zumindest. Komm schon, vergifte ihn. Okay, er macht ihm nämlich längst nicht so viel Schaden, habe ich das Gefühl, wie die Jaguars. Wenn die ihn mal so gut auskontern, dann war's das nämlich. Oh nein. Okay, ja, weil das macht ihm kaum Schaden. Okay. Hat Geralt mit einer Komm schon etwa den Puke gehetzt? Nee, ich glaube nicht. Ah, shit. Okay, jetzt müssen wir darauf achten, wo die sind. Wir müssen die dann gleich erledigen. Okay, das ist doch doppelt uncool. Wo sind die? Da hinten. Ja, die gehen direkt auf den Puke. Okay. Das ist gut zu wissen. Das war nämlich mein Problem. Ich habe am Anfang nicht gesehen, dass die Jaguars direkt auf den Puke gehen. Weil das ist wirklich das Wichtigste. Weil, wie gesagt, der Waldschrat macht dem Poké nicht so viel Schaden. Es sind eher die Jaguars, die das machen. Oh, shit. Okay, das hat ihm jetzt doch gut Schaden gemacht. Ah. Da kann ich halt gerade überhaupt nichts tun. Okay. Nice, kotzt ihn wieder an. Puh. Ich habe halt keine Ahnung, wie viel Schaden ihm das macht. So, heilen wir ihn auf jeden Fall nochmal ein bisschen hoch. Wie gesagt, ich weiß nicht, wie viel der Puka jetzt wirklich ausmacht. Na, komm schon. Dann wird hier auf jeden Fall noch eine Weile überleben. Ich habe eigentlich auch mein Igni-Zeichen wieder, ja. Aber eigentlich darf ich es erst benutzen, wenn er... Wobei, wenn ich ihn jetzt anzünde, dann kann er nicht rufen, ne? Und ich will ja eigentlich gerade so viel Schaden wie möglich raushauen. Ich sollte eigentlich auch wieder nachwetzen. Shit. Ja, konnte ich nichts tun. Zumindest nicht viel. Okay, Poké geht's noch gut, soweit. Oh, shit. Nein. Ah, das ist alles so uncool. Habe ich jetzt das Terra-Steak? Ja, habe ich. Ah, oh, Mann. Das ist richtig uncool. Ja, ach, Mann. Das ist so ätzend. Weil jetzt gehen doch die Dings direkt auf den Poké. Na komm, steh auf. Das ist doch richtig doof. Verwirrt, blutend und der rennt mir die ganze Zeit hinterher. Ich hasse das. So, bist gerade instinktiv dem Puke ausgewichen. Ich bin mir gerade nicht sicher. Bin ich das? Na, ah, bloß zwei erwischt. Na komm schon. Ja, und er ist halt immer hinter mir. Mann, wie soll ich denn gegen so viele Gegner gleichzeitig kämpfen? Oh, und bei so einer Heilung, weiß, hätte er nicht schnell Essen drauf haben können. Ich blute halt immer noch, aber ich kann ja auch nichts. Ist halt ständig einfach bloß am Auffüllen. Am Weglaufen und Auffüllen. Jetzt muss ich schärfen. Ich kann aber nicht schärfen. Wann soll ich denn schärfen? Ich weiß es nicht. Ich bin aber die ganze Zeit bloß am Weglaufen. Oh, Mann. Das nervt gerade wieder richtig. Dieser letzte Kampf einfach. Du kannst aber nichts tun. So, habe ich das jetzt? Dankeschön. Ich hab's gegessen. Kann ich jetzt das hier essen? Komm schon. Ich will halt einfach mal wieder ein bisschen draufhauen. Kalter Meilen, wie schmeckt dir das Silber? Ja. Und wann soll ich, wie gesagt, wann soll ich denn schärfen? Nee, ich kann nicht schärfen. Keine Chance.
Jetzt killt der eine Jaguars den Poké. Mann! Das geht mir gerade echt auf die Nerven. Was soll ich denn tun? Gott, verdammt nochmal. Gegen ein teleportierendes Monster. Du kannst es halt echt vergessen. Du kannst in dieser Quest nicht schärfen. Ja, dann trägt man den Busch. Aber wo finde ich jetzt einen Busch? Wie gesagt, Poké stirbt halt gerade. Ist das ein Busch? Nein, ich weiß halt nicht mal, wo Büsche sind. Keine Ahnung. Ich habe mich noch nie in einem fucking Busch versteckt. Ach. Komm schon. Das geht mir gerade so auf die Nerven. Okay, ich wusste nicht, was er tut. Ich habe instinktiv einfach mal abgebrochen. Wie gesagt, wo sind denn Büsche? Ich finde halt nie einen, wenn ich einen brauche. Das ist halt das. Das macht er gleich den Poké fertig. Ich habe niemals genügend Heilpulver dafür. Gott. Das ist so bescheuert. Ist das alles, was ihr drauf habt? Du darfst halt eigentlich nie bluten bei ihm. Wenn du einmal davon getroffen wirst, dann ist es eh schon so gut wie vorbei. Nein, ja, ich hab's kommen sehen. Ich kann nicht viel dagegen tun. Lebenspulver. Herstellungsliste. Habe ich nochmal welche? Ja, noch zwei. Schaden habe ich ihm halt noch überhaupt keinen gemacht. Das ist halt das große Problem. Ich muss auch dringend wieder mein Igni-Zeichen benutzen. Dankeschön. Na also. Oh Gott. Okay, das ist ein böser Waldschrat. Nicht anlecken, ja. Bitte nicht den Waldschrat anlecken. Meine Güte. Am Ende war er nochmal richtig fies. Drecksbiest. Und der Puke denkt sich, Job's done. Der Waldschrat hat diesem Wald viele Nährstoffe entzogen. Diese Materialien sind mächtig. Ich sollte sie bei der Kommission abliefern. Die könnten bei deren Forschung nützlich sein. Das war was. Schnellessen ist halt einfach zu gut in MH World. Ich find's aber echt manchmal notwendig. Ich find's nicht zu gut, ich find's wirklich notwendig. Weil gerade bei solchen Sachen, gerade in so einer Quest, alleine brauchst du es halt. Weil du ansonsten nicht mehr in den Kampf reinkommst. Ich meine, hätte ich gewusst, dass es bloß noch ein paar Schläge wären, hätte ich ihn ja machen können, aber wusste ich nicht. Ich merke, sehr verzögert ist der Stream bei mir. Oh, okay. Oh, schön. Für die Rettung. Ich stehe in deiner Schuld. Bist du Teil der Forschungskommission? Nein, ich bin Hexer. Ich erledige hier im Wald einen Auftrag für die Kommission. Wenn du jemandem danken möchtest, danke ihnen, dass sie mich angeheuert haben. Verstehe. Einer unserer Stämme half ihnen früher bereits. Aber bitte sag ihnen, sie haben jetzt die Kraft von nicht einem, sondern drei Stämmen. Verstanden, ich werde es ausrichten. Vielen Dank für alles, Hexer. Ziemlich laut, aber ihr Jungs seid in Ordnung. Hast unseren tiefsten Dank. Wir hätten das Problem allein nicht lösen können. Und du hast die Gaia-Laka überzeugt, uns bei unserer Nachforschung zu helfen. Hab vielen Dank. Wie kehrst du in deine Welt zurück? Portale des Waldschrats, denke ich.
Bin mir sicher, dass eins noch offen ist. Wo ist diese Jägerin? Während ich den Waldschrat verfolgt habe, hat sie den Wald von Unrat gereinigt. Sie ist unser hellster Stern und selten lang am selben Ort. Sobald dieser Waldschrat erledigt war, brach sie auf zu einem neuen Auftrag. Sie lässt dich grüßen. Gut, deine Belohnung. Das sind jede Menge Münzen. Aber in meiner Welt wohl ohne Wert. Gib sie der Jägerin. Ich hätte den Waldschrat ohne ihre Hilfe sowieso nicht töten können. Und das ist ebenfalls für deine Jägerin. Was ist das? Ein Runenstein. Eure Jäger setzen keine Magie ein, aber in meiner Welt existiert Magie in einigen Dingen ganz selbstverständlich. Sag deiner Jägerin, sie soll ihn einsetzen, falls nochmal ein Waldschrat auftauchen sollte. Also dann, passt auf euch auf. Lebt wohl. Das müsste irgendwo hier sein. Was ist das? Ach so, verstehe. Ein Geschenk, weil ich den Puki Puki da gerettet habe. Ich wette, in meiner Welt wären wir gute Freunde. Danke, aber ich habe nur einen Auftrag erfüllt. Einen Job erledigt. Ich brauche keine Geschenke. Ich sag dir was. Gib es der besten Jägerin der Kommission. Und sag ihr, dass wir uns wahrscheinlich wiedersehen. Na dann, mach's gut. Immer diese Portale. Schön. Wirklich, wirklich schön. Fuck, was für eine schöne Szene. Gott, ich drehe durch, ist das schön. Oh ja. Das war wirklich sehr, sehr toll. Es hat sich, all der Stress hat sich gelohnt. Ich meine, was heißt all der Stress? Wir haben es jetzt aufs erste Mal gleich hinbekommen. Man sieht sich wieder. Geralt, dies doch hier nichts an. Ja, mal sehen. Ja. Es hat sich definitiv gelohnt. Wie gesagt, ich habe es jetzt aufs erste Mal geschafft. Das war teilweise natürlich Glück. Ich denke aber, ich habe mich jetzt auch mit dem Ancient Legion oder dem uralten Waldschrat auch gut drauf vorbereitet. 52 plus Minuten, ja. Das ist halt schon heftig. Benny, du Speedrunner, ja klar. Ja, aber der Erfolg gibt mir recht. Und ja, damit haben wir das wahre Ende des der Waldschrat-Quest gesehen. Sehr, sehr schön. Hat mir definitiv auch sehr viel Spaß gemacht. Wie gesagt, das Ende war ein bisschen ätzend, aber ja, es war spaßig, definitiv. Und was ich vorhin noch gesehen habe im Chat, es ist ja grundlegend so, Geralt schneidet hier den Waldschrat ja nicht auf. Er holt sich nur seine Trophäe, den Kopf. Wieso man das beim Uralten machen kann, ist, weil es ja Jäger sind. Es ist ja nicht mehr Geralt, der ihn tötet. Und deswegen kannst du ihn ja aufschneiden. Geralt hätte davon nichts, wenn er die Krallen abschneidet oder ein bisschen Harz von ihm sammelt oder sowas oder das Geweih mitnimmt. Für ihn zählt bloß der Kopf als Trophäe, würde ich jetzt sagen. So zumindest wie Kuma es kurz angekündigt hat. Deswegen. Deswegen ist das, denke ich, so, dass du einen Walton eben looten kannst und den anderen nicht. Weil grundlegend hier kannst du ihn ja jetzt auch noch looten. Wir looten ihn ja jetzt im Nachhinein. Bloß Geralt holt sich halt eben den
den Kopf. Und Real Muffin 007, vielen, vielen Dank für den Follow. Sehr freundlich von dir. Dankeschön. Und ja, es ist immer noch richtig ungewohnt, dass Monster das Geschlecht erkennt. Aber schön. Es macht die Sache sehr viel angenehmer. Sehr viel. Es ist sehr viel mehr in der Story drin. Es ist lustig, dass die Katze einfach mehr Emotionen zeigt als all die Jäger und Chars zusammen, ja. In normaler MH-Zeit wäre das halt, sagen wir, knapp. Na, hier war es auch knapp. Nicht direkt Trophäe, in Witcher 3 brauchst du einen Beweis, dass du den Auftrag erfüllt hast. Sonst richtig. Ah, okay. Ja gut, ja, gleiche Sache, bloß dass du dich nicht für sich mitnimmst, sondern für seine Auftraggeber. Ah ja, ich denke daran liegt der Unterschied. So, dann schauen wir doch mal, ob wir den Waldschrat auch nochmal... Gott, 20 Harz haben wir mittlerweile von dem Ding. Schauen wir doch, ob wir alles von ihm bekommen, aber wahrscheinlich nicht, oder? Und das Angriffsjuwel, ja, das hat man ja schon geschenkt von den Käferfängern, das ist süß. Sehr, sehr cool, das habe ich ja tatsächlich schon geteasert bekommen. Ah, schön gemacht. Jahrgang 82, nice. Herzlichen Glückwunsch, du hast jetzt offiziell ein gratis Angriffsdeko bekommen. Ja, nice. Das ist schon sehr schön. Wie ist denn das? Das bekommst du nicht jedes Mal wieder, oder? Wahrscheinlich nicht. Du hast Gailaka Kriegsneurose vom Häuptling erhalten. Die Gailaka werden dir leichter aushelfen. Oh, krass. Die Galerie wurde einer neuen Zwischensequenz hinzugefügt. Sehr schön. Der Titel Wilde Jagd wurde einer Gildenkarte für die Lüftung aller Geheimnisse hinzugefügt. Sehr, sehr cool. Wunderbar. Freut mich, dass wir das jetzt heute noch gemacht haben. Vor allem, dass es jetzt so gut gelaufen ist. Ich meine, ich hätte mich auch zufrieden gegeben, wenn es nicht geklappt hätte. Aber so ist es halt auch sehr toll. Das wäre absolut heftig, wenn es jedes Mal es geben würde. Ja gut, klar. Und wenn man den Puke nochmal rettet, kriegt man ein Random-Juwel. Ah, okay, so ist das. Ja, jedes Mal ein Angriffsjuwel wäre halt schon hart. Aber hey, du mühst dich mit diesem Puke-Puke-Erb. Das ist ja auch nicht gerade gar nichts. Waldschrat komplett erforscht bei der ökologischen Forschung. Hat sich gelohnt. Ah ja, genau. Komm nochmal hoch, bitte. Ihr seid immer noch da? Ihr habt jetzt eine Stunde lang da oben einfach rumgetanzt. Okay, ich komm gleich nochmal hoch. Ah, schön. Ach verdammt, jetzt habe ich gar nicht geguckt, ob er Hosen trägt oder nicht, ne? Natürlich. ich will jetzt nochmal kurz gucken in der Wunschliste, ob wir den nochmal farmen müssen oder nicht. Ja, noch zwei Knochen, okay. Ich meine, den Rest haben wir soweit, aber zwei Knochen fehlen halt. Das heißt, wir werden nochmal ihn machen. Die Beine müssen doch noch schon wehtun, oder? Jawohl. Abmühen, aka bei mir schaut er den Kampf an.